Hallo, auch heute darf ich euch wieder ganz herzlich zu unserer Ausbildungseinheit begrüßen. Heute ein bisschen kleineren Rahmen, hauptsächlich für die Atemschutzgeräteträger. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und will auch gar nicht lang wieder rumbabbeln, sondern übergebe gleich an unser Markus, der euch heute durch das Thema Chemieschutzanzüge führt, Dekontamination und alles, was so dazugehört. Viel Spaß und lernt was dabei. So, auch von mir ein herzliches Hallo. Heute zur ersten Online-Ausbildung im Bereich Atemschutz. Ich habe mir heute vorgenommen, das Thema CSA, Chemikalienschutzanzug, zu machen. Hier schon mal vorweg, das ist keine Einweisung auf den Chemikalienschutzanzug, sondern nur mal wieder das Grundlegende durchzugehen, mal wieder in das Gedächtnis zu bringen. Hier, wenn ihr CSA-Träger werden wollt, müsst ihr einen Grundlehrgang machen. Der wird vom Kreisverband angeboten. So, zur Ausbildungsübersicht. Wir gehen erstmal kurz die Gefahrgutkennzeichnung durch. Also, dass ihr nochmal kurz seht, auf was ihr achten müsst, wenn ihr zu so einer Einsatzstelle kommt. Dann nochmal die Körperschutzarten nochmal kurz durchsprechen. Dann einen kurzen Aufbau vom Chemikalienschutzanzug. Dann spielen wir kurz mal einen Einsatz durch, also vor dem Einsatz, was auf einem zukommt, was für Aufgaben man hat, die Einsatzgrundsätze. Dann auch im Einsatz mal kurz, Notfallsituationen. Sicherungstrupp, sowas will ich mal kurz ansprechen. Dann die Notdekon, die haben wir ja letztes Jahr schon einmal gemacht, im Sommer als Ausbildung. Da nochmal ganz kurz ins Gedächtnis zurückrufen und dann eine kleine Führung durch unseren Gerätewagen Atemschutz hinten. So, zur Gefahrgutkennzeichnung kommen wir jetzt. Ihr kennt ja die orangenen Gefahrgutschilder. Hier jetzt mal eine Frage an euch. Was ist die obere Zahl, die untere Zahl und was entspricht das Schild? Dementsprechend. Die sind ja bei uns angebracht, beziehungsweise am verunfallten Fahrzeug. Einmal vorne und hinten meistens die Tafel. Sie gibt es auch ohne den Zahlen, das dementsprechend quasi, dass hier mehrere Schuttgüter drauf sind von dem Gefahrgut, verschiedenes Zeug. Dementsprechend ist auch der Behälter nochmal selber gekennzeichnet. Das zeige ich euch auf der nächsten Folie. Und wenn man nicht gerade gleich weiß auf Anfang an, was das für ein Stoff ist, ist dann quasi die Leitstelle, kann man da auch ansprechen. Christoph, kam da schon eine Rückmeldung? Ja, die Eva hat geschrieben, das untere ist der Gefahrstoff. Genau. Ansonsten warte ich noch auf Antworten. Okay, genau. Mal warten wir noch ganz kurz. Vielleicht. Ja, der Ludwig hat sich gemeldet, Gefahrnummer oben, UN-Nummer unten. Genau, also einmal sieht man oben die Gefahrnummer, die 33, auch wie früher genannt die Kemmler-Zahl. Unten sieht man die Stoffnummer, auch gesagt die UN-Nummer, das ist jetzt hier Benzin. Dann auf der nächsten Folie habe ich nochmal die Gefahrgutnummern in Unterteilung euch hier aufgestellt. Da sieht man zum Beispiel, dass die 3 immer flüssige entzündbare Stoffe sind. Bei der 4, wenn jetzt zum Beispiel statt die 33 eine 4 da stehen würde, sind es feste Stoffe entzündbare und dementsprechend geht es hier bis X. X wäre für uns jetzt zum Beispiel relativ ganz schlecht, gleich am Anfang, wenn es brennt, weil hier dürfen wir nicht mit Wasser zum Beispiel löschen. Und was sehr, sehr wichtig ist für uns, ihr seht ja zum Beispiel, oben war 3,3 gestanden. Das ist quasi die Verdoppelung dieser Zahl. Und das ist quasi, umso brennbarer ist der Stoff. Das ist auch nochmal wichtig für uns. Und was wir darauf achten müssen, gerade im Bereich CSA, das Rückhaltevermögen vom CSA-Schutzanzug, das ist quasi, bis der Stoff durch den Anzug quasi geht, was er aushält. Aber da komme ich nochmal beim Aufbau dann dazu. Gut, dann habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, dass Behälter quasi, dass verschiedene Schüttgüter auch drauf sein können, Behälter von Gefahrgütern. Da habe ich hier mal die Gefahrgutkennzeichnung von den Behältern. Die sind nochmal dann extra beklebt. Einmal die ältere Variante auf der linken Seite und auf der rechten die neue Kennzeichnung. Aber zurzeit müsste es eigentlich nur noch die neue Kennzeichnung geben. Dann möchte ich kurz auf die GAMS-Regel eingehen.
die, wenn wir gerade Frage an euch eine schnelle, was ist die GAMS-Regel, beziehungsweise könnt ihr die mir erklären, die ist ja dann quasi, wir kommen an die Einsatzstelle, vielleicht wissen wir von Anfang an noch gar nicht, was das für ein Gefahrgut oder ob das überhaupt Gefahrgut geladen ist, man erkennt die rote Tafel, wie verhalten wir uns, das regelt quasi diese GAMS-Regel. Und die ist dann, also die habt ihr normalerweise auch im MTA gemacht. Hast du schon eine Antwort? Okay. Und ja, da muss man sich dann daran halten. Das ist so ein kleiner Anhaltspunkt dementsprechend, wo dann diesen Einsatz auch ein bisschen vereinfacht. Ja, wir warten noch kurz auf eine Antwort. GAMS. Genau. Was das bedeutet? Vielleicht, wenn ein paar Gruppenführer auch dabei sind. Das ist quasi so eine Grundkenntnis, was man sehr oft da auch gemacht hat. Sebastian Billiger schreibt, schon mal Gefahr erkennen. Genau, das wäre das Erste, die Gefahr erkennen, ich erkenne das. Danach muss ich dementsprechend, kleiner Tipp, dass nicht gleich vorne dran jemand rumspringt oder mehrere rumspringen. Ah, jetzt dudeln sie ein. Ja, ich komme kaum hinterher. Gefahr erkennen, absichern, Menschenrettung, Spezialgriffe nachfordern. Genau, perfekt. Also einmal, also Gefahr erkennen, das hat man schon am Anfang. Dann absperren. Da komme ich dann auch noch mal kurz zum Absperren, die Menschenrettung durchführen und Spezialkräfte anfordern. Spezialkräfte, wie jetzt zum Beispiel TUIS, wenn man weiß, man kommt schon mit dem Abpumpen oder beziehungsweise der Stoff dementsprechend, könnte eine Herausforderung für unsere Feuerwehr sein, da dementsprechend gleich eine Spezialkräfte anfordern. So, da kommen wir schon zu den Sicherheitsabständen. Da tue ich mal kurz meinen Laserpointer. Genau, und da ist quasi hier in der Mitte die Einsatzstelle. Alles außenrum im 50 Meter Radius, das ist quasi auf der Autobahn. Wisst ihr selber, bei den 3-4 Fahrspuren ist es relativ schwer, sowas abzusperren. Also dem ersten 50 Meter Radius, der ist hier rot, ist leider schwarz-weiß hier, kommen nur Einsatzkräfte mit der Sonderschutzausrüstung rein. Dementsprechend ist der abzusichern und dann im 100 Meter Radius außen herum, der ist grün, da ist nur Zutritt für Einsatz- und Unterstützungskräfte wie Sicherungstrupp dementsprechend. Dann kurz zur zum Reinigungsplatz, Dekonplatz. Der ist quasi vom Übergang von dem roten auf den grünen Bereich aufzustellen und hier zu achten auf die Windrichtung. Weil wenn man zum Beispiel einen gasförmigen Stoff hat und wir sind genau im Wind drin, kommt er ja zu uns her und dadurch haben wir auch eine Verschleppung vom Stoff. Das wollen wir ja nicht haben, dann stehen wir ja quasi alle mittendrin. Auf der Autobahn ist es relativ schwer, dementsprechend muss man da auch gleich dann auf der Anfahrt, wenn es schon bekannt wäre, gucken, wäre es nicht wichtiger, sinnvoller von der anderen Fahrtrichtung anzufahren. Das sind alles so die Punkte, was halt der Einsatzleiter da beachten muss. So, das einmal kurz und knackig zu den Kennzeichnungen. Jetzt kommen wir zu den Körperschutzarten. Es gibt ja 1 bis 3, die haben ja alle im 53.1 verlastet. Ich gehe mal kurz auf den ein, das wäre einmal der Form 1. Der besteht aus der Schutzkleidung zur Brandbekämpfung, also aus unserer ganz normalen Schutzkleidung zur Brandbekämpfung und einer Haube, wo quasi den Hals- und Kopfbereich abdeckt. Die sieht quasi so aus. Genau. Ist bei uns im 53.1 verlastet. Sie schützt ausschließlich vor festen Stoffen und bietet na klar keinen Schutz vor flüssigen und gasförmigen Stoffen. Dann zum nächsten, das ist die Form 2. Hier besteht quasi der komplette Schutzanzug aus der Körperschutzform 2. Das Wichtige ist darauf zu achten, dass die Übergänge, quasi Stiefel und Schutzanzug und Handschuhe zum Schutzkittel mit einem extra Klebeband abgedichtet werden. Hier ist darauf zu achten bei der Brandbekämpfung, dass man da relativ Abstände einhält, beziehungsweise man kann halt nicht Hals beaufschlagen. Da habe ich hier auch einen bereitgelegt. Genau, den kennt meistens jeder. Quasi so ein ganz Körperkondom sozusagen. Und den muss man dann hier an den Übergängen abkleben.
So, genau. Er schützt ausschließlich gegen Kontamination vor festen Stoffen. Nur eingeschränkter Stoff vor flüssigen, das ist ganz klar. Oben an der Maske, die Übergänge, die halten halt nicht auch so hundertprozentig dicht. Und kein Schutz vor gasförmigen Stoffen. Kann sowohl mit Filtergerät oder wie hier auf dem Bild mit dem Atemschutzgerät getragen werden. Muss man sich halt dementsprechend gucken, was für ein Stoff da vorne ist. Dann kommen wir schon zu unserem CSA-Schutzanzug. Wir haben den CSA Typ 1A ET. Besteht aus ist ein Schutzanzug anstelle des Feuerwehrschutzanzugs, wo getragen wird. Hier auch Achtung bei Brandeinsätzen. Man kann ihn kurze Wärme kann er aushalten, aber auch nicht die Flammen sozusagen. Schützt vor festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen. Kann ausschließlich mit einem Pressluftatmer getragen werden, ist klar, weil er ja von der Umluft unabhängig ist, also quasi da kommt von außen nichts dran. Kann ausschließlich von Personen bis zu 2 Meter Höhe oder eine Schuhgröße von 45 getragen werden. Alles, was größer ist, wird halt eng in dem Anzug. Die kleineren haben halt Probleme, gerade mit dem Visier vorne, aber es ist eigentlich machbar. So große Leute haben wir ja nicht bei uns. Der Aufbau vom CSA-Schutzanzug, da habe ich euch mal ein Bild, wie sie gerade in den Einsatz gehen. Hinten ist der Rucksack mit Verstärkung. Das ist quasi so eine schwarze Verstärkung hinten drin, wo den Schutzanzug vor der Reibung vom Armschutzgerät ein bisschen schützt. Dann haben wir einen dichten Reißverschluss. Da gehe ich mal mit meinem Laserpointer. Der geht einmal von hier oben bis hier runter zum Stiefel. Ist quasi ein dichter Reißverschluss. Hier ist darauf zu achten beim Anziehen, dass er quasi gefettet wird. Nicht, dass er einreißt, wie schon manche Kollegen mal gemerkt haben. Dann hat er 3 Ausatemventile, hier auch mal kurz mit dem Laserpointer. Einmal hier, einmal hinten dran und auf der anderen Seite ist nochmal einer. Diese Ausatemventile, da kommt keine Luft rein. Das ist wie ein Ventil, wo nur die Luft nach außen geht, wie den Atemschutzmasken beim Ausatmen sozusagen. Dann hat er eine große Sichtscheibe, die seht ihr hier, die ist relativ groß. Ich habe hier auch mal eine hier. Genau. Dann besteht er aus Handschuhen mit dreifachem Schutz, einmal vor Kälte, mechanische und chemische Belastung. Die Handschuhe habe ich auch mal hier bereitgelegt. Das wäre einmal der Handschuh, wo drunter quasi angezogen wird, den ziehe ich als erstes an. Das ist nur so eine Stoffhandschuh. Dann ziehe ich ja quasi meinen CSA-Anzug an, da ist der Handschuh mit reingenäht. Der ist ein bisschen dünnerer und dann kommt mein eigentlicher Arbeitshandschuh von dem CSA-Schutzanzug. Der ist relativ dick. Also man sieht auch, wir haben 3 Paar Handschuhe an. Hier irgendwas zu fühlen oder eine kleine Mutter ist schon eine größere Herausforderung. Hier haben wir jetzt auch wieder, wenn wir jetzt wieder irgendwann mal üben dürfen, da werden wir auch mal das wieder so anziehen und dementsprechend ein paar Muttern reindrehen, dass ihr das Gefühl auch wieder dafür bekommt. Gut. Dann unten der Stiefel, der ist auch in den Anzug mit reingenäht und ist quasi dann quasi mit dem ganzen Anzug anzuziehen. Dann kommen wir zu unserer Haut selber von dem Schutzanzug. Die ist ziemlich dünn, also es ist wirklich nicht dick, die Hand. Die besteht aus einer Außenbeschichtung. Dann hier oben seht ihr die Folie, dann das Trägergewebe. Ist quasi mit drin und dann die Innenbeschichtung. Das war es eigentlich auch schon. Also es ist wirklich nicht dick, der Anzug. Es ist nur so ein Lappen quasi, auf Deutsch gesagt. Gut. Dann habe ich ja vorhin mal das Rückhaltevermögen erwähnt von dem Chemikalienschutzanzug. Das ist quasi wo mir mit dem Gefahrgutstoff quasi auf den Kittel, also auf meinen Chemikalienschutzanzug quasi drauf trifft. Und wenn das drauf bleibt, das Ding, wie lange es braucht, bis der Schutzanzug das quasi nicht mehr aushält. Hier müssen wir nach der
nach der Betreiber, quasi der Hersteller gibt quasi diese Klassen vor. Hier seht ihr mal ein paar Stoffe dementsprechend mit UN-Nummer, was die für Klassen haben. Zum Beispiel der erste, die Aceton, ist die Klasse 5. Da seht ihr halt, der kann bis 240 Minuten mit dem Stoff aushalten, ohne dass was passiert. Also es wäre unsere Einsatzzeit quasi relativ gut damit abzuarbeiten. Hier unten bei Klasse 1 und 2, da wird es halt recht eng, da müssen wir halt drauf achten dementsprechend. Diese Listen ist einmal im 12.1 und im 53.1 dann verlastet und hier muss man dementsprechend nach dem Stoff nachgucken. Dann aber wichtig ist, Achtung, gerade im Gefahrenbereichen, wo Explosionen drin herrscht, der CSA, Chemikalienschutzanzug, der tut sich quasi elektrisch aufladen, quasi durch die Reibung innen drin. Da müssen wir quasi im Ex-Bereich darauf achten, dass wir den jedes Mal nass machen. Das heißt, wir müssen quasi im sicheren Bereich jemanden hinstellen im Strahlrohr, wo den immer nass macht. Er geht nach vorne. Er wird wieder trocken, gerade in der Wärme. Und dann muss er halt wieder zurück, wieder nass gemacht werden. Das müssen wir halt immer wieder wiederholen, dieses Ganze, bis der Einsatz abgearbeitet ist. Es ist halt einfach so, das gibt es leider keine andere Möglichkeit. Ne? Und was sehr wichtig ist, wenn wir mit Lösungsmitteln quasi arbeiten, dass hier darauf geachtet werden muss, gerade bei Weichmacher, die Weichmacher entziehen sie dem Anzug die Lösungsmittel und er wird spröde und dadurch bekommt er Risse und dadurch kann wieder das Gefahrgut durchdringen. So, dann seht ihr hier nochmal den Chemikalienschutzanzug von hinten. Da sind ja einige Nummern außen drauf. Und die sind quasi dazu da, um zu sehen, erstens von welcher Feuerwehr er kommt und quasi den Funkrufnamen. Bei uns haben wir die Nummerierung von 1 bis 4. Das heißt, der 1er hat bei uns auch fest den Funkrufnamen Magdeidenfeld 1, der 2er den 2er und dementsprechend bis 4 sozusagen. Hier unten habe ich auch mal einen Beispielfunkspruch gemacht. Bei uns sind zurzeit auf den Abendschutz, auf den CSA-Schutzanzügen nur die Zahlen drauf. Das wird jetzt noch mit Buchstaben versehen entsprechend, dass wir dann auch sehen können, von welcher Feuerwehr. Aber wir haben so reflektierende Zahlen, da sind wir eigentlich recht die einzigen im Landkreis bei uns. So, jetzt haben wir den Einsatz vor dem Einsatz. Jeder geht jetzt mal in sich und überlegt mal, das ist auch wieder eine Aufgabe, was kann im Einsatz für Belastungen auf mich zukommen. Bin ich in der Verfassung für den Einsatz? Da möchte ich auch mal kurz nochmal dann drauf eingehen. Auf alle Fälle ist jetzt erst einmal, schreibt mal den Christoph, was für Belastungen können auf den CSA-Träger kommen. Hier eine kleine Pause möchte ich auch machen, wo ihr was zu trinken mal holen könnt, mal was zu knabbern. Ja. So, hallo, wieder zurück von der Pause. Ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken geholt, was Kleines zu knabbern. Jetzt zu der Aufgabenstellung von vorhin. Was für Belastungen kann ein CSA-Träger bekommen? Christoph, was haben wir denn so bekommen? Ja, gab's ein paar Antworten, das ist schön. Der Steffen schreibt Berne, der Alex V. Die Eva schreibt Flüssigkeitsmangel, der Sebastian Hendler schreibt Belastungsgrenze wird beim Arbeiten schneller leicht. Das waren die vier Antworten, die im Chat angekommen sind. Genau. Ich gehe mal durch nochmal hier. Also erstens das eingeschränkte Sichtfeld, dadurch, dass, wenn man kleiner ist, es immer der Anzug runterrutscht. Er bläht sich auch immer komplett auf, der Anzug, während des Laufens durch die Ausatemluft. Da hat man dann den Trick dementsprechend, dass man so in die Hocke geht und dann quasi die Ventile hinten aufgehen und der Anzug sich quasi die Luft rausgeht, wenn er sich mal zu eich aufgeblasen hat. Weil man braucht einen bestimmten Druck, dass die Ausatemventile aufgehen. Den kriegt man nicht gleich am Anfang. Dann Gewicht der Ausrüstung, das ist glaube ich auch klar, durchs Abendschutzgerät, durch den Anzug selber. Dann die schlechte Verständigung. Auch das Drücken mit dem Funkgerät ist meistens sehr schwer, während mit dem Funken. Ja,
die eingeschränkte Beweglichkeit auch durch den Anzug, beim An- und Ausgleiten nur mit zwei Personen, also mit einer zweiten Person möglich. Man kann es quasi auch gar nicht allein anziehen. Und die Wärme. Das ist sehr schweißtreibende Arbeiten, auch gerade im Sommer. Da steht schon die Flüssigkeit bis oben drin. Dann kommen wir also quasi. Kam noch was? Kamen Nachzügler, der Stefan E. schreibt uns schlechte Sicht. Genau, Stefan. Das Sichtfeld, das war vorhin eingeschränktes Sichtfeld mit dabei. Gut, jetzt haben wir uns auf der Anfang ein paar Gedanken darüber gemacht, was kommt auf mich zu. Ja, ich kann den Einsatz abarbeiten, ich fühle mich in der Verfassung, ich bin fit genug. Dann, wie geht es jetzt mit der Abendschutzüberwachung weiter, was für ein Funkgerät muss ich denn nehmen? Genau, dazu haben wir im 53.1 extra vier Funkgeräte, die nur auf dem Kanal DMO 309 sind. Hierzu haben wir auch Sprechgarnituren, die extra, ich zeige es mal kurz. Also hier ist das Funkgerät, wo verlastet ist, mit der Sprechgarnitur, wo hier in dem, mit dem, die Sprechgarnitur mit einem Schwanenhals zum Sprechen, wo in den Helm quasi oben geklippt wird, wo dann hier am Ohr mithören kann und das wird hier gerade hier oben reingesteckt. Die Funkgeräte sind alle beschriftet und müssten auf den Kanal 309 sein. Und das ist quasi mein Funkgerät für den CSA-Träger. Es sind, wie gesagt, sollen auch nur die vier genommen werden. In Zukunft haben wir die Möglichkeit, dass wir vielleicht Masken haben, wo dann das Funkgerät integriert ist. Da sind die Masken schon da, da fehlen nur noch die Funkgeräte. Da haben wir das nochmal ein bisschen einfacher. Da ist die durch die Sprechmembrane dann doch ein bisschen die Verständigung dann besser. Die Abendschutzüberwachung arbeitet wie auch bei jedem Brandeinsatz eng mit dem Gruppenführer und mit dem Abschnittsleiter bzw. Einsatzleiter zusammen. Und wichtig bei jedem CSA-Einsatz ist, dass im ELW die Gruppe aufgeschaltet werden muss. Sie muss mitgehört und dokumentiert werden, die Funksprüche. Hier habt ihr nochmal das ganze Set, was ich euch gerade gezeigt habe, das Funkgerät mit dabei. Dann habe ich jetzt mein Funkgerät, jetzt kommen wir schon zum Ankleiden. Wie funktioniert denn das? Was wichtig ist, das haben wir auch gemerkt, wie wir geübt haben, es ist immer, eine Person sollte nur den CSA-Träger helfen, weil sonst wird es zu viel, er vergisst was, es ist zu viel hektisch. Immer eine Person beim Ankleiden helfen. Unter dem CSA sollte ich nur dünne Kleidung tragen als Träger. Es reicht quasi drüben den dünnen Schutzkittel und die Bayern 2000 Jacke jetzt so als so quasi jetzt hier. Man kann auch seine Jeanshose anziehen. Sie ist halt dann ein bisschen durchnässt, aber wir haben da dementsprechend danach extra Schutzkleidung auf dem 53.1, wo man die wechseln kann. Die Atemschutzmaske, das Gerät und der Helm ist na klar vorher schon angezogen. Funk haben wir auch. Dann muss der Helfer erst einmal die Beine, kann da schon mal umstülpen währenddessen. Das heißt quasi, dass ich über den Stiefel den Anzug so nach außen überstülpe, dann kann der Helfer, bis der Träger dann quasi dementsprechend ausgerüstet ist mit der ganzen Maske und so, kann schon mal das Visier mit dem Antibeschlag eingeschmiert werden. Das haben wir auch einmal im 53.1. Das zeige ich euch später beim Rundgang, wo das verlastet ist. Dass es von innen quasi nicht anläuft, was auch wichtig ist, die Abendschutzmaske nochmal, auch von außen nochmal das Visier von der Maske einzuschmieren mit dem Antibeschlag, weil das kann doch zu Problemen führen im Kittel selber durch die Wärme, dass es da auch beschlägt. Nach Weisung des Trägers dann in den Stiefel einsteigen, das ist je nachdem, welcher linke oder rechte Schuh, wo er sich halt am Anfang besser tut. Das ist halt quasi Kommunikation, das muss man absprechen. Beine werden dann hochgezogen und mit dem Riemen am Abend, also da ist ein Riemen im CSA, der wird dann quasi am Abendschutzgerät an der Bebänderung festgemacht. Die Kontrolle, ob die Flasche geöffnet ist, muss der Helfer übernehmen. Das ist wichtig, bevor man den Sack hinten, also den Rucksack drüber zieht, weil man kommt nicht mehr an die Ventile, das ist dann sehr schlecht.
Genau, die müssen ganz geöffnet sein. Der Träger geht in die Hocke, quasi geht schön runter in die Hocke. Dann kann der Rucksack hinten drüber gezogen werden. Und dann, wenn das soweit drüber gezogen ist, kann er in die Handschuhe eingeführt werden sozusagen. Also da gibt es einen Trick, wo man lernt, quasi man geht es hier so vor und kurz bevor die Finger kommen, öffnet man die Finger und führt die dann quasi so ein. Da muss der Helfer gerade so ineinander greifen und gucken, damit die Handschuhe wirklich richtig hinten sitzen. Bei uns verlastet sind die Handschuhe schon komplett alle, also die zwei Lagen drin. Einmal dieser Arbeitshandschuh draußen, der grüne und der innere, die sind schon übergezogen. Also dementsprechend ist man da im Einsatz dann schneller. Man muss halt gucken, dass man wirklich richtig drin ist. Im Notfall müsst ihr halt den Außenhandschuh abziehen, den unteren richtig anziehen und den äußeren dann wieder anziehen. Es dauert halt ein bisschen länger, aber wichtig ist, dass er richtig drin ist. Dann kann quasi vorne der Reißverschluss komplett zugemacht werden und na klar den Lungenautomat anzuschließen vorher und die Zugprobe wie bei jedem Einsatz zu machen. Gut. Und dann kann man den schließen, genau, wenn das alles dran ist. Hier seht ihr mal dieses Bild von einer Übung von uns. Hier sind auch quasi zu dritt, wo helfen. Deswegen, wenn es einer ist, ist es ein bisschen einfacher sozusagen. Da kommt weniger Hektik zusammen. Aber so sieht das Ganze dann aus, wenn quasi der CSA ausgerüstet wird. Wir haben auch unten für den Boden, falls wir mal auf einer Wiese stehen oder so, eine Kunstrasen. Den kann man dann auslegen, weil, wie gesagt, man steht erst barfüßig da, beziehungsweise mit Socken. Und wenn da doch der Untergrund nass ist, dann muss man da ein bisschen darauf achten, dass halt nicht gleich alles durchgeweicht ist. Gut, jetzt kommen wir zu ein paar Einsatzgrundsätze, wo quasi den CSA betreffen. Erstens die Einsatzgrundsätze, auch wie bei jedem Atemschutzeinsatz, auch den ATG so beim Brandeinsatz auch begleiten. Das wäre einmal immer truppweise vorgehen, das ist A und O. Dann es muss der Sicherungstrupp mit dem CSA bereitstehen. Der Sicherungstrupp, der wird nachher noch mal kurz angesprochen, muss immer den gleichen Schutzanzug tragen wie der CSA-Träger. Es muss immer die Funkverbindung zur Atemschutzüberwachung zum Gruppenführer vorhanden sein. Wenn die abreißt, ist auch wie hier zurückgehen, weil man weiß nie, was für Informationen sie für dich haben oder wie gesagt, ob irgendwas eine Notlage ist, dementsprechend. Innerhalb des Trupps nur gleiche Anzüge tragen, das ist auch völlig klar. CSA außerhalb des Gefahrenbereichs anlegen, klar, brauchen wir nicht viel dazu sagen. Ab ersten CSA-Trupp muss die Notdekon vorhanden sein. Das ist, wenn jetzt irgend schon eine Notsituation auftritt, dass hier gleich gereinigt werden kann, der CSA-Träger. Dann habe ich noch ein paar. Was sehr wichtig ist, die maximale CSA-Zeit ist in 30 Minuten mit Dekonzeit. Das muss hier berechnet werden und dementsprechend auch der Luftvorrat einberechnet werden. Wir dürfen nicht länger als 30 Minuten quasi in der Gesamteinsatzzeit sein. Hier muss man dementsprechend die Notdekon stehen, er muss gewaschen sein und dann ausgezogen sein. Das ist sehr wichtig. Wenn es, na klar, ein paar Minuten drüber ist, ist es jetzt nicht so tragisch, aber man sollte es schon anpeilen, gerade wegen Luftvorrat. Dann umfangreiche und detaillierte Rückmeldung abgeben. Ihr seid die Augen des Gruppenführers, wenn ihr da vorne seid. Es ist ja die Absperrgrenze. Das ist sonst kein anderer da. Alles, was auffällt, am besten durchgeben. Dann die Wärmeeinwirkung vermeiden. Ist, glaube ich, klar bei dem Schutzanzug. Direkte Berührung mit dem Gefahrgut möglichst vermeiden. Manchmal geht es nicht anders da, aber man soll sich halt nicht unter das auszulaufende Zeug stellen. Das ist relativ schlecht, gerade wegen dem Rückhaltevermögen. Mechanische Beschädigungen sind hier auch zu vermeiden. Also man soll nicht auf dem Boden robben mit dem Anzug. Quasi, wenn man kniet, sollte man schon auf seinen Stiefeln bleiben und nicht gerade mit dem Knie auf dem Boden, weil das sind alles Beschädigungen in den Anzug. Die Haut ist wirklich nur sehr dünn. Das kann natürlich auch wieder dazu bringen, dass das Gefahrgut dann durchgeht. Der CSA-Träger muss sich selbst gut beobachten und bei Anzeichen von einer Durchdringung gleich in die Notdekon Bescheid geben, mit seinem Kollegen dann in die Notdekon gehen, damit es gleich gereinigt werden kann. Dann kommen wir zu dem Sicherungstrupp, das ja auch hier zum Einsatz stehen muss. Der Sicherungstrupp,
Wie ich schon gesagt habe, muss die gleiche Ausrüstung tragen und fertig ausgerüstet in Bereitstellung stehen. Der Sicherungstrupp befindet sich unmittelbar in der Nähe der Absperrung des Gefahrenbereichs. Er ist so positioniert, dass er relativ kurze Wege hat zu dem arbeitenden Trupp, aber auch so zu positionieren, dass er nicht in der prallen Sonne steht. Wie hier jetzt auf dem Bild auf einer Bank, wir haben ja Bänke auf dem 53.1, sitzen sie im Schattenbereich, also hier hinten dran ist ein Auto auf dem Bild, im Schatten. Sie müssen die Maske angezogen haben, den Helm, den kompletten Chemikalienschutzanzug, auch nicht kurz die Maske mal absetzen zum Trinken, also da ist wirklich die Eile dann, weil da geht es dann um Zeit, der Lungenautomat kann oben raushängen, das ist kein Problem, aber wie gesagt, so wie die Kollegen hier angezogen sind, dass mit der Rettung relativ zügig geht. Die Geräteablage müsste auch bei denen dann dementsprechend bereitgelegt sein. Hier haben wir einmal die Schleifkorbtrage bereitzulegen zum schnellen Retten da vorne, ein Tragetuch, ein Messer zum Aufschneiden dann im späteren Bereich und die Sicherungstrupptasche. Hier habe ich sie euch mal auf eine Plane bereitgelegt. Man kann dementsprechend je nach Einsatzlage, wie es auch ist, vielleicht noch Leine mit hin tun. Man muss das halt abwägen, wie da vorne die Lage ist, um was es überhaupt sich handelt. Dann gehen wir in den Einsatz rein. Hier will ich euch kurz mal, was euch alles im Einsatz für Aufgaben bringen kann. Die Notfallsituation, was denn für Notfälle auftreten können, wie ihr euch zu verhalten habt, das ist sehr wichtig. Und dann dementsprechend das Auskleiden und die Dekontamination sozusagen. Die Einsatzaufgaben wären einmal, was mich betreffen könnte, ohne Anweisungen, sondern zum schnellen Vorgehen, ohne dass der Einsatzleiter was sagt. Die Menschenrettung durchführen, das ist das A und O. Die genaue Erkundung der Lage und Schadensfeststellung, was für ein Stoff. Dementsprechend die Anzeichen der Eigenschaften des Stoffes beachten. Piktogramme, Warn- und Gebotszeichen weitergeben. Dann, was erwarten könnte, wenn ein Befehl kommt, nochmal kurz erläutern. Der Querschnitt könnte verringert werden an der Austrittsstelle. Auffangen, abdichten, eindeichen. Die Ladepapiere bergen, die sind meistens vielleicht im Führerhaus. Manchmal sind sie am Anhänger angebracht, also ziemlich zwischen Zugmaschine und Anhänger, da in so einer Tasche meistens drin, wo man sie rausholen kann. Dementsprechend, falls der Fahrer ansprechbar ist, kann man das dem quasi fragen, wo er sie gelagert hat. Und das Gefahrgut muss vielleicht umgepumpt werden, das kann alles, und Messen überwachen, das kann alles quasi auf euch zutreffen, mit Anweisungen aber erst. Dann gibt es verschiedene Notfallursachen. Was wären denn Notsituationen, was kommen würde? Also die Hauptdinger kann ich euch schon mal zeichnen. Das wäre auch nochmal, könnt ihr schon Christoph schreiben. Allerweil zeige ich schon mal, es könnte am Gerät und an der Ausrüstung könnte was passieren. Was kann da passieren? CSA-Träger, was kann dem denn passieren? Und die äußeren Einwirkungen, was wäre das denn? Weil wie gesagt, das kann sehr viel da passieren. Mal schauen, auf was ihr da so kommt. Dementsprechend. Wir warten jetzt kurz ab. Und schauen mal, was ihr da gleich schreibt. Ich sage mal so ein bisschen Hilfestellung, zum Beispiel bei der Gerät oder bei der Ausrüstung, was auch in echt, also beim Brandansatz passieren könnte. Das wäre jetzt auch die äußeren Einwirkungen, zum Beispiel, sag mal, die Gefahrenmatrix gibt es ja da auch so schön, da kann man was mit rausnehmen. Und der CSA-Träger, was kann denn mir passieren? Vielleicht ist mir das schon mal passiert. Genau, Christoph? Alter, Steffen schreibt, Funkverbindung wird unterbrochen. Genau, das wäre auch was. Sebastian Winkler schreibt, äußere Einflüsse, Explosion. Genau. Genau, ich zähle es euch mal aus. Die Maske, also bei Gerät, Ausrüstung, die Maske könnte verrutschen. Das ist ein sehr großes Ding darunter, weil die Sichtscheibe zum Beispiel dadurch. Der Luftvorrat könnte erschöpfen. Die Störung am Gerät.
am Abendschutzgerät kann passieren und der Anzug könnte beschädigt werden. Dann zum CSA-Träger, er könnte in Atemnot geraten, die Platzangst in den Anzügen ist doch ziemlich hoch, könnte ihm passieren, erkennbare Überbelastung, es ist anstrengend, man schwitzt viel in der Wärme, man weiß ja nicht, was man vorher schon gemacht hat, ob er gerade vom Sport kommt oder nicht zum Einsatz. Ein Schwächeanfall kann passieren und die Verletzungen durch die Einsatzstelle, Stolpern, Fallen, gibt es alles. Bei äußeren Einwirkungen wäre jetzt zum Beispiel eine Explosion, was nicht passieren sollte eigentlich, Absturz und die Temperatureinwirkung. Wie verhalte ich mich bei einer Notsituation? Das ist ganz wichtig. Erst einmal Ruhe bewahren, gucken, was ist passiert, Sicherungsdruck anfordern. Kann mein Kollege, ist er ansprechbar? Ich fordere den Sicherungsdruck an. Wir haben da einen dementsprechenden Funkspruch, den könnt ihr den Christoph gerade mal kurz sprechen. Den müsste jeder kommen aus dem FF. Dann die Rettungsmaßnahmen werden dann eingeführt, sozusagen. Warte mal ganz kurz. Gehe schon mal kurz weiter. Was wichtig ist, immer truppweise, wie beim Abendschutzeinsatz auch, die Gefahrenstelle verlassen. Nie einer rennt allein weg. Man geht immer zusammen. Wie man reingeht, geht man auch wieder raus. Das Atmen aus dem CSA, selbst wenn er abgeht, der Lungenautomat, kann bis zu 10 Minuten kann man draus atmen. Es ist zwar eine stinkende Luft und sie ist ziemlich warm, aber man überlebt. Aus dem Gefahrenbereich bringen, das ist ganz klar, wenn ein Kollege in die Pfütze reinfällt, dann ziehe ich ihn erstmal raus. Und nach der Dekontamination, also nach der Notdekon, die Grobreinigung, quasi er wird schnell abgespritzt, wird der CSA geöffnet, er wird aufgeschnitten. Dazu haben wir eine extra Schere in der Notdekon-Box. Gut. Kam da schon was zu dem? Kam noch nichts? Nee, kam noch nichts bisher. Wir lassen die Frage mal offen stehen und beantworten sie recht zum Schluss, weil das ist doch ziemlich wichtig, diese Frage. Und da haben wir einen Funkspruch. Ah, jetzt kam. Ja, der Alex V. schreibt Mayday, 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 Standort und kurz, was passiert ist. Ganz genau. Den Standort, was passiert ist, ist mein Kollege ansprechbar oder nicht? Ja, genau. So, jetzt kommen wir zur Dekontamination. Also ich habe meinen Einsatz davon abgearbeitet, jetzt muss ich ja gereinigt werden. Für Notfälle haben wir, wie im Sommer schon einmal draußen geübt, letztes Jahr, 4 Steckleiterteile zum Beispiel zusammen, die werden dann mit einer Leine zusammengebunden, da haben wir 4 Leinen extra in der Notdekonbox da bereitgelegt und eine Plane reingelegt, einen Essschlauch zum Beispiel zum schnellen Abspritzen. Das Ganze sieht dann so aus wie auf dem Bild und so dann, wenn sie in Gebrauch ist mit der Folie drin, da kann man einen kleinen Überstieg machen, dass er quasi leichter ein- und aussteigen kann, der CSA-Träger, und von außen wird er gebürstet oder dementsprechend abgespritzt. Was für eine Schutzkittel muss man anziehen bei einer Notdekon? Das wäre jetzt einmal die Körperschutzform 2, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Na klar, Gummistiefel. Wichtig ist dabei die Gummistiefel, weil Lederstiefel saugen sich mit dem Stoff voll. Also jedes Leder, wenn ihr mal draußen im Regen wart, es wäre dann richtig nass. Und da würde der Gefahrgut sich mit reinziehen und danach könnte man es eigentlich wegschmeißen. Deswegen immer Gummistiefel anziehen. Chemikalien-Schutzhandschuhe, na klar, auch anziehen. Infektionshandschuhe drunter sollte man anziehen und die Vollschutzmaske mit einem Filter oder einem Armschutzgerät. Es kommt halt darauf an, was für ein Stoff das ist, wie man sich da entscheidet. Die Übergänge, na klar, auch wieder mit Panzertape abzukleben. Hier auch die Notfalldekonbox ist alles quasi mit drin. Die kommen dann auch kurz mal. Hier seht ihr nochmal unser Männchen von vorhin, wie es reinschwebt und oben mal in Aktion mit dem Schnellangriffsschlauch jetzt hier, wo er quasi in CSA quasi mal abspritzt sozusagen und ihn reinigt. Die Dekontamination, die Auskleidung gehen wir dran rein. Also quasi er ist jetzt abgedampft, er ist also gereinigt und geht dann quasi gleich in einen Sack über. Genau, das Auskleiden, kurz hier zusammengefasst. Nach jedem Einsatz ist ein CSA-Träger zu dekontaminieren. Je nach welchem Stoff und Anzug muss dementsprechend das Reinigungsmittel gewählt werden. Das übernimmt normalerweise bei uns der AC-Zug des Landkreises oder die Werksfeuerwehr Bosch-Rexroth.
Dann die Notdekon, was wir ja hier aufbauen, von Personen, sofort ab dem Einsatz des ersten Trupps. Wenn hier zum Beispiel hier durch Verletzungen, Beschädigung der Schutzausrüstung oder Kontamination der Haut, Atemmangel quasi relativ schnell gereinigt werden kann und versorgt werden kann. Das ist der Ausdruck von der FED V500. Hier seht ihr das Ganze noch einmal. Also eine realistische Dekontamination ist quasi, ihr steht quasi am Anfang hier, am Anfang da, ihr tut euer Material ablegen, geht dann in so ein Duschzelt, da drin werdet ihr quasi geduscht. Dementsprechend, das ist quasi so ein großes Zelt vom AC-Zug, da sind Düsen an der Seite, wo dann das Wasser rauskommt oder das Reinigungsmittel. Da stehen dann Leute, wo dann durchgreifen mit Handschuhen, wo euch dann nochmal an den Stellen, wo ihr nicht hinkommt, quasi gereinigt werdet. Und danach geht ihr raus aus der Dusche und geht dann quasi in den Sack über. Und da kommt dann das Entkleiden, das spreche ich jetzt nicht komplett den Text durch. Das Wichtigste ist hier, er geht gleich in den Sack. Also es ist auch ein Helfer beim Ausziehen, der wo nur außen hinlangt, wo quasi den Chemikalienschutzanzug außen öffnet. Den Reißverschluss, der CSA-Träger langt nur innen wieder. Er tut quasi sich wegziehen erstmal, von nach vorne wegdrücken bis in den Anzug, geht dann in die Hocke, der hinten zieht nur außen den Anzug weg und danach kann der Helfer ohne Hilfe, na klar, von dem außen quasi aus den Stiefel aussteigen und tritt quasi in das Innere von seinem Anzug, um dort dann quasi mit Strümpfen dann über den Sack drüber zu steigen in den Sauberbereich. Das ist sehr wichtig, dass der Helfer außen nicht reinlangt, damit man quasi nicht das, was außen ist, nach innen trägt. Das ist auch eine relativ gute, also eine Übungssache, die wir dann auch im Sommer mal kurz durchspielen. Dann seht ihr mal unsere Notdekon-Box, die ist im GWA verlastet. Die spreche ich ganz kurz mal an. Da haben wir unser Klebeband, wo man quasi die Abdichtungen abklebt, eine Bürste mit Gardena-Schlauch sozusagen, die Handschuhe dafür, Messer und die Schere zum Aufschneiden, einen Schwamm zum Saubermachen. Wir haben jetzt Notdekon-Seife, die relativ für viele Stoffe ausreicht dafür. Dann den Form-2-Schutzanzug liegen da zwei Stück parat und die Seile zum Befestigen der Steckleiterteile. Jetzt habt ihr irgendwelche Fragen von der Ausbildung, dann würden wir kurz eine Mini-Pause machen, wo wir dann einen kleinen Rundgang im Gerätewagen Abendschutz machen. So, eine kurze Umbaupause ist zu Ende. Hier haben wir einmal unseren Gerätewagen Atemschutz, den 53.1. Für so CSA-Einsätze haben wir uns angedacht, dass wir hier am besten Personal drauf haben, wo das Organisatorische hier für den CSA zum Ausrüsten übernimmt. Das muss man dann halt schauen, wer dann kommt im Einsatzfall und dementsprechend das dann aufteilt auf die Fahrzeuge. Gut, hier zu dem Gerätewagen Atemschutz. Genau, wir gehen jetzt mal kurz durch. Also hier haben wir einmal die vier Funkgeräte mit den Sprechgarnituren. Dann bei der ersten Schublade haben wir ein bisschen Schreibzeug hier drinnen, gerade für Atemschutzüberwachung, weil er ja auch zu Brandeinsätzen rausfährt oder im CSA, wenn mal was gesagt werden muss. In der zweiten Schublade, sehr wichtig für den CSA, sind quasi das Anti-Beschlagmittel mit den Tüchern. Und einmal den Fettstift für den Reißverschluss zum Einfetten. So, dann gehen wir gleich in die nächste Schublade rein. Hier ist nochmal für größere Einsätze, für Brandeinsätze zum Beispiel, welches Gerät, welche Nummer verwendet wurde, wenn Mängel dran sind, auf der Rückseite auszufüllen und ein bisschen Schreibzeug. Einmal die Ersatzflaschen auf der Seite, wenn das Gerät wieder in Einsatz genommen werden sollte, und ein Desinfektionsboard. Jetzt kommen wir mal kurz zu unserer Notdekon-Box. Die ist einmal hier verlastet, einmal schnell zum Rausziehen. Wie schon auf dem Bild ist dementsprechend alles verlastet da drauf. Dann haben wir hier unsere Kontaminationsschutzanzüge verlastet.
leicht und dementsprechend, dann haben wir hier nach dem Einsatz, wenn man sich auskleidet, ist man ja ziemlich nass, feucht. Dann haben wir hier extra Trainingsanzüge. Man könnte auch, wenn es jetzt zum Beispiel nach der Reinigung quasi draußen steht und es ist doch regnerisch kalt, könnte man hier ein Schnelleinsatzzelt aufblasen, wo dann da drin quasi der Geräteträger sich ausruhen kann und sich umziehen kann in Ruhe. Hier vorne dran seht ihr nochmal die Sicherungsdrucktasche, wo jetzt immer einer auf dem 53.1 verlastet ist. Dazu haben wir auf dieser Seite gleich die Atemschutzüberwachungsweste. Dann habe ich ja was von einem Kunstrasen erwähnt, der ist hier oben verlastet. Dann haben wir Absperrketten, falls wir doch mal in der Stadt oder so sind, dass wir relativ gut absperren können. Dann dementsprechend willst du da? Nein, genau. Haben wir hier unsere CSA-Schutzanzüge, die 4 Stück. Jetzt gerade nur 3 drin, weil der eine neben dem Fahrzeug liegt. Dann haben wir hier gerade für den Form 2 Schutzanzug die dementsprechende Filter verlastet. Dann nochmal ein paar Atemschutzmasken, wo für den Einsatz dann sein könnte oder für größere Brandlagen, wo man verwenden könnten. Dann haben wir hier nochmal ohne Flasche obendrauf Atemschutzgeräte, die dürfen aber nur in den Einsatz genommen werden nach strikter Anweisung von den Gerätewarten oder von den Einsatzleiter oder Gruppenführer. Die sind wirklich nur für Notfall da. Und wie gesagt, die Atemschutzgeräte dementsprechend für die CSA. Jetzt gehen wir mal kurz raus vom Auto, da zeige ich euch mal, wie so eine Kiste eingeräumt ist. Genau. Bei uns die CSA sind quasi in so einem Sack verräumt, wo vor Staub und Schmutz ihn schützt. Ihr macht den Sack hier auf, das ist schon gemacht. Ihr seht den CSA vor euch liegen. Den Helm dafür, ihr könnt euren privaten Helm nehmen oder den Helm, wo hier dabei liegt. Das ist euch überlassen. Den könnt ihr auf die Seite legen. Hier haben wir nochmal die Handschuhe zum drunter anziehen. Die müssen angezogen werden und nochmal extra den Fettstift für den Reißverschluss, weil der muss wirklich richtig gut gefettet sein, weil sonst der ganze Anzug einreißen könnte. Das Problem hatten wir ja schon einmal. Dann könnt ihr den einfach so hier rausnehmen. Jetzt ist der Anzug vorbereitet. Hier seht ihr auch nochmal den Funkrufnamen vorne und hinten. Die Ausatemventile außen herum. Und hier quasi den Befestigungsgurt, wo dann am Gerät, wenn man die Beine angezogen ist, an der Bebänderung einhaken sollte. Genau, ich zeige es gerade mal. Genau, hier ist er, der wird dann quasi am Atemschutzgerät eingehackt, damit die Ganze nicht mehr runterrutscht sozusagen. Und hier seht ihr auch gerade gut die Handschuhe, wo schon vormontiert sind. So, das wäre soweit zum Ich bedanke mich, dass ihr da so gut zugehört habt. Ein Feedback wäre da relativ gut, wenn ihr eins geben würdet. Könnt ihr nochmal in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend und bis demnächst.